Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinosaur Survival. Kurz mal hier nachladen geht nicht, schade. Wir wollen heute mal erkunden, was sich hinter dieser großartigen Base, wo ich das MG in der letzten Folge bekommen habe, ja, was sich hier so in dem Dschungel befindet, uns erwartet und ob wir irgendwann einmal aus dieser Welt hier fliehen können. Ich weiß ja nicht. Es ist ein Genexperiment gewesen, soweit ich weiß, dass die Dinos erschienen sind. Und ich weiß nicht, ob das eine Insel ist, ein Kontinent, ob das auf dem ganzen Planeten so ist. Wir lassen uns überraschen, was am Ende dieses Gameplays passiert. Das sind zwei Raptoren. Drei Raptoren. Ich schieße mit Absicht gerade Pfeile, denn ja, Munition ist hier echt Mangelware. Und die Pfeile kriege ich ja nach jedem Lagerfeuercamp wieder. Wenigstens ein was Positives, was das Game zu bieten hat. Willst du mich verarschen? Jetzt. Bleib mir bloß weg. Dann müssen wir doch das Sturmgewehr nehmen. Schade. Schade, ich dachte, ich könnte mit die Munition wenigstens aufheben. Aber gut, hätte der uns gehittet, wären wir instant down gewesen. Das wollen wir ja auch nicht. So, dann gucken wir ganz kurz durch. Die 9 ist leer, die 8 ist das MG. Schallgedämpfte MP. Genau. Die anderen sind alle leer. Dann gehen wir erstmal mit der hier voran. Da kommt schon wieder eine große Brücke. Ein Nest ist hier gerade nicht zu sehen. Da. Boah, dieser T-Rex. Da ist ein... Oh, da sind Krokodile. Scheiße. Da ist ein Polizeiauto. Da möchte ich gerne hin. Jetzt ist die Frage, können wir uns da hinschleichen? Hoffentlich. I'm not getting across that bridge. Not much left of it. This city. Where are all the people? What happened to it all? Okay, das war gerade sehr laut. Oh, da ist schon wieder ein Raptor.
Okay, also hier rüber kommen wir nicht. A Magnum. Thanks, Rick. Coral! Okay, die wollen wir aber nicht haben. Da ist ein Kackraptor. Eins, zwei. Wir versuchen die erste mal zu umgehen. Ich möchte nicht mehr als gewollt Munition verschwenden. Was? Ich höre da hinten was. Da drinne. Da redet jemand. Ja, ich komme ja schon, meine Güte. John. Hello? John? John's dead right now. Can I take a message? Who the fuck is this? You a savage? Nee. Wait, what? No. My name is Thomas Burt. I'm the survivor from the plane crash nearby. Yeah, I saw the plane. That's the first one I've seen in the sky in years. I know it sounds crazy, but I was flying to Newark yesterday, and now I'm here. It's insane, I know. This world is insane. That's who are you? We are undergrounders. Undergrounders? Right. Is that the name of your band, or do you mean you live underground? Do you mind filling me in here and what's going on? The end of the world happened, genius. Or did that pass you by? On June 5th, 2018, eco-terrorists detonated a weapon in the skies of New York. It was supposed to accelerate the weather or something, to reclaim the Earth. Some other bullshit. But the weapon malfunctioned. It knocked a couple planes out of the sky and killed a shit ton of birds. Didn't do anything to okay. The weather. Oh my god. It must have hit my plane. Most likely, but it was just the beginning. The second attack came 2 years later. That time, it worked. Pretty much kicked off the apocalypse. Huh? Earthquakes, floods, wiping out entire cities. Our civilization crumbled in a few weeks. Temperature changes and worse. Das ist 2020 kam die zweite Bombe. Metro, sewers, wherever it was. Okay. The air's fine. What are you talking about? Also, how exactly does a weather bomb make dinosaurs show up? I'm pretty sure that's not how nature works. Oh, that's real funny, asshole. I don't know where they came from. Do I sound like a freaking scientist? No. No, you don't. Can I finish? Thanks. It was probably some military genetic experiment that survived this mess. I really don't know. None of us do. All I do know is they can live up here in this poison atmosphere. Interesting. We're hunting the dinosaurs. Shit. The battery's dead. I have to find these survivors.
despite the fact they sound batshit crazy. Interessant. Hier gibt es leider nichts zu holen. Schade. Also doch zu diesem Leuchtturm. In der Hoffnung, ja, dass wir überleben. Also, 2018 der erste Angriff. 2020 der zweite Angriff. Das heißt, ja. Einmal ganz kurz. Hallo, Lagerfeuer. Jetzt. Das heißt, es ist schon etwas, wie soll ich sagen, verwirrend. Wir gucken weiter. Irgendwo muss es ja Antworten geben. Ui, da ist ein Brachiot. Der macht also immer diesen Radau. Oh, es sind sogar zwei. Cool. Oh, und diese hässlichen Gallimimus. Ernsthaft. Und ein Raptor läuft dort das Hellen ruhig rum. Wo gibt's denn das? Okay, hier gibt es einige Dinosaurier. Aber dass hier einfach so Raptoren rumrennen, das ist mir neu. Normalerweise greifen auch die Raptoren die Pflanzenfresser an. Wir lassen uns überraschen. Wir umgehen einfach mal das ganze Schaufeld hier, denn es bringt ja nichts, wenn wir jetzt sterben. So, dein Fleischhammer. Da ist noch einer. Habe ich dich erwischt? Nein, schade. So, Dead End. I need to get past this canyon. Okay, da hinten geht's auch nicht rüber. Das heißt, wir müssen weiter. Na doch. Wir müssen hier lang. Oh, diese Kackfliege, die hier rumfliegt. Ey, ernsthaft. Jetzt stirb doch endlich. Meine Fresse. Mann, 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 ey, das Vieh hat genervt. Da drüben stampft ein Triceratops.
Jetzt ist die Frage, kommen wir hier am Rand drüber oder nicht? Das erfahren wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.